Willkommen zurück zum Let's Play and Guide F1 Manager 2022 Saison 2 mit dem Team Williams Racing. Mein Name ist Koix und wir stehen kurz vor dem Rennwochenende von Monaco. Wir sehen, Freitag wird es regnen, Samstag, Sonntag wird es sonnig sein. Schauen wir uns die Streckenkarte an. Wir sehen, es gibt nur eine DRS-Zone und dementsprechend natürlich auch nur eine DRS-Erkennung, auf die wir achten müssen. Bei den Autoattributen fällt uns auf, dass besonders Kurvengeschwindigkeit niedrig und mittel sehr wichtig sind. Hohe Geschwindigkeiten werden hier kaum benötigt. Zeitliche Erwägung, hier sehen wir 22 Sekunden Zeitverlust durch Boxenstopp, 12 Sekunden hinterm Safety Car. Und bei den erwarteten Strategien sehen wir, dass wohl eine Einstopp-Strategie die beste sein wird. Leistung der Reifenmischung sehen wir hier auch, gerade der weiche Reifen baut natürlich wieder ein bisschen mehr ab, aber das werde ich in den Trainingssessions herausfinden, was da die besten Reifenmischungen sind. Wir befinden uns hier nochmal in der Autoanalyse und ziehen mal kurz einen Vergleich zu einem der Konkurrenten, nämlich zu Mercedes. Hier sehen wir gerade bei den wichtigen Attributen niedrige und mittlere Geschwindigkeit sind wir eben nur 19. und 10. insgesamt beim Rang in der Startaufstellung. Und dementsprechend vermute ich jetzt mal, dass unser Rennen nicht ganz so erfolgreich sein wird wie in Barcelona. Unsere Fahrer fahren gleich im Q1 auf ihre erste fliegende Runde. Schauen wir mal, ob wir da durchkommen, ohne Verkehr, wenn möglich. Wir sehen gerade, Magnussen fährt leider noch gerade so raus. Müssen wir ein bisschen drauf achten. Aber gut, schauen wir uns gleich ruhig mal auf der Strecke genauer an, was da passiert. Gasly kriegt übrigens eine Startstrafe. Plus 3 Plätze geht es nach hinten, egal wo er landet, weil er im Training einen Fehler gemacht hat und ja andere Fahrer abgeräumt hat, sag ich mal. Außerdem hat er sich Motor, ERS und auch Getriebe geschrottet. Nicht komplett, aber stark reduziert, sodass wir da möglicherweise am Ende der Saison ein bisschen Probleme kriegen werden. So ein bisschen Zeit wird er verloren haben. Wie sieht es mit Duen aus? Ja, kam einigermaßen durch. Aber ich denke, es wird beide Fahrer ein bisschen was gekostet haben. Aber es ist hier in Monte Carlo natürlich allgemein recht schwer, da komplett ohne Verkehr durchzukommen. So, erste Zeit steht. So, unsere Fahrer gehen gleich auf die zweite fliegende Runde in Q1. Nochmal auf dem gleichen Reifensatz. So, erster Sektor war nicht so gut. Keine persönliche Bestzeit. Zweiter Sektor, persönliche Bestzeit bei Gasly. Allerdings bräuchten wir eher eine Verbesserung bei Duen. Ich meine, vielleicht kommen wir auch so durch. Müssen wir gleich mal sehen. Sieht nämlich so aus. Ja, also auch ohne große Verbesserung sind beide Fahrer ins Q2 gekommen. Schauen wir uns einmal das Ergebnis an. Verstappen vor Perez, Leclerc, Hamilton, Sainz. Wie gesagt, Gasly wird um 3 Plätze nach hinten strafversetzt am Ende so oder so. Und ja, Hauptsache, wir sind erstmal ins Q2 gekommen. Wir befinden uns im Q2 und unsere Fahrer gehen gleich auf die erste fliegende Runde jeweils. Ja, diesmal kommen wir wahrscheinlich auch ohne Verkehr durch, weil Ocon vor uns ist auch auf einer fliegenden Runde. Und da sollte es kein Problem sein. Übrigens nochmal auf angefahrenen Reifen, also auf dem gleichen Reifensatz, wie den wir auch in Q1 benutzt haben. So, unsere Fahrer gehen jetzt gleich auf die zweite fliegende Runde im Q2, haben jetzt nochmal einen frischen Reifensatz bekommen, frische, weiche Reifen. Gerade Duen muss sich auf jeden Fall verbessern, aber auch Gasly sollte sich verbessern. Schauen wir mal, Sektor 1, persönliche Bestzeit bei beiden. Sektor 2 genau das gleiche. Gasly ist 10. und Duen 13. Damit ist Duen draußen. Dann sehen wir uns hier nochmal kurz die Ergebnisse an. Und wie gesagt, mit Gasly müssen wir immer natürlich mit einberechnen, dass wir nochmal 3 Plätze nach hinten, dass es nochmal 3 Plätze nach hinten geht. Wir befinden uns im Q3 und Gasly geht jetzt gleich auf seine erste fliegende Runde. Wird wahrscheinlich Verkehr vor sich haben. Mal schauen. Oder kommt er noch dran vorbei? Er ist, glaube ich, noch dran vorbeigekommen.
We'll retire the car. Okay, ich habe keine Ahnung aktuell, warum Gasly ausgeschieden ist. Ich glaube, der ist nicht an die Box gefahren. Wahrscheinlich ist ihm dann der Sprit ausgegangen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich auch nichts von einem Unfall mitbekommen. Hier sehen wir jetzt das Endergebnis vom Qualifying. Verstappen vor Perez, Hamilton, Leclerc, Sainz, Russell, Bottas, Ocon, Albon. Gasly 10. gewonnen, weil er irgendwie ausgeschieden ist. Ich weiß nicht, ob der Sprit ausgegangen ist, er nicht in die Box gefahren ist. Wenn ja, weiß ich nicht warum. Ich habe da überhaupt nichts eingestellt oder umgestellt. Sehr seltsames Verhalten hatte ich auch noch nicht, ehrlich gesagt. Aber ihr habt es ja gesehen, er ist einfach weitergefahren und dann irgendwie stehen geblieben. Hatte wohl keinen Unfall, wenn ich es richtig sehe. Können wir gleich nochmal bei den Autoteilen sehen. Und ja, Duin dann eben dementsprechend 13. Aber wie gesagt, für Gasly geht es ja nochmal 3 Plätze nach hinten. Kommen wir zur Rennstrategie. Jack Doohan wird vom 12. Platz starten, Gasly vom 13. Kraftstoff kann man hier in dem Rennen ziemlich hoch regeln, wenn man es möchte. Ich habe es jetzt mal auf 82 Runden eingestellt und die Rennstrategie könnt ihr euch ja auch schon anschauen. Ich denke, gerade in Monaco kann sich die Rennstrategie schnell ändern durch mehrere Safety-Car-Phasen zum Beispiel. Wir werden erstmal mit einer Einstopp planen und auch dementsprechend mit Gelb-Weiß. Und dann würde ich sagen, starten wir das Rennen. Es ist Zeit für eines der spannendsten Rennen der Welt, den großen Preis von Monaco. Das Startsignal erlischt. So, Start ist erfolgt. Schauen wir uns die Reifen an, so wie immer. Ja, wir sehen ziemlich unterschiedlich. Zwei Leute sind auf hart, nämlich Magnus und Stroll. Ansonsten sind alle entweder auf den weichen Reifen oder die meisten eben auf dem Medium-Reifen gestartet. Da kann man sich schon mal ein paar Gedanken machen über die Strategien. Allerdings ist unser Auto hier eh nicht so top. Von daher versuchen wir erstmal irgendwie mitzuhalten mit irgendeiner Gruppe. Ich denke, vielleicht können wir auch unsere Fahrer zusammenhalten in irgendeiner Form. Vielleicht wird uns das helfen. Im Moment ist Gasly hinter Doohan. Jetzt haben wir hier einen kleinen Stau. Gehen wir mit dem ERS auf neutral. Und mit dem Reifen, da das eben bei der Strategie, wenn wir sie so durchziehen, auch knapp sein wird, gleich mal auf Standard. Dann lassen wir den Sprit einfach mal höher eingestellt, dass wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit noch mitnehmen, bis DRS aktiviert ist. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass der DRS-Faktor auch in diesem Rennen nicht so groß sein wird wie auf allen anderen oder auf den meisten anderen Rennstrecken. Spulen wir mal die ersten 2-3 Runden so ab, bis wir halt in dieses, bis DRS halt aktiviert wird, dann werden wir es ja sehen. Mal gucken, ob wir überhaupt mithalten können, weil gerade auf diesen ganzen, kleinen schnellen Kurven sind wir eben nicht so schnell mit unserem Auto. So, jetzt wird gleich das DRS aktiviert. Allerdings müssen wir dann nochmal eine ganze Runde warten, denn nur hier ist eine DRS-Zone, nur auf der Start-Zielgeraden kann man das DRS nutzen. Wo auch ab und zu mal Überholmanöver stattfinden, ist dann im Tunnel, wo wir gleich reinfahren werden. Auch nochmal eine Gerade, wo man ab und zu mal überholen kann, dementsprechend dann aber ohne DRS. So, Doohan ist jetzt so ein bisschen rausgeflogen. Ich pausiere mal kurz, gehe nochmal auf Einsetzen und mal kurz auf Aggressiv. Mal schauen, ob er nochmal rankommt bis zum Messpunkt. Der Messpunkt kommt gleich, ist genau an diesem Punkt hier. Und da war er drin, von der passt das Ganze, denke ich, und müsste jetzt DRS bekommen. Genau, hat er bekommen, Gasly auch. Alles gut soweit erstmal. Ja, dann beginnt jetzt wieder das Spiel von vorne. Wir wollen eigentlich erstmal nur dranbleiben und schauen mal, wie sich das Rennen entwickelt. Wie wir eben gesehen haben, ist es recht tricky, mit Doohan da erstmal dran zu bleiben. An Vettel, und das ist nur ein Alpine, also irgendwie, wir sind weit davon entfernt, irgendwo vorne mitzufahren. Wie jetzt im letzten Rennen in Barcelona. Und der werden wir uns hier mit weniger begnügen müssen. Es sei denn, die Rennbedingungen, verändern sich stark und wir können davon profitieren. Zum Beispiel durch Safety-Car-Phasen oder ähnliches. Ja, ansonsten versuchen wir erstmal dran zu bleiben und versuchen vielleicht auch unsere Fahrer so ein bisschen zusammenzuhalten, dass die zusammenfahren jetzt im ersten Stint und dann schauen wir mal.
Wir befinden uns jetzt in Runde 25. Wir konnten mit Vettel nicht mehr ganz mithalten. Darum mussten wir abreißen lassen. Wir führen jetzt die Gruppe dahinter an. Mit Gasly aktuell. Gasly ist dann an Duan vorbeigezogen. Und ich versuche jetzt mit Duan einfach erstmal hinter Gasly zu bleiben. Und wenn es geht nochmal oder wieder ein bisschen Ressourcen einzusparen. Aber gar nicht so einfach, weil Gasly auch auf dieser Strecke doch um einiges besser ist als Duan wieder pro Runde. Und ich muss mit Gasly fast schon auf Sparen fahren, damit Duan da mithalten kann. Allerdings hat Gasly auch fast 12% mehr Reifen. Das muss man auch bedenken. Aber hier sieht man auch wieder einen krassen Unterschied, wenn man mal versucht zu sparen. Bei der Batterie verliert man doch extrem auf eine ganze Runde an Zeit. Ich stelle jetzt auch wieder auf neutral. Und ja, versuche einfach mit Duan ein bisschen Zeit einzusparen, Ressourcen einzusparen. Das Problem ist, wir kämpfen gerade nicht so wirklich um die Punkte. Wir sind da ein bisschen weit davon weg und haben irgendwie, ich habe auch nicht das Gefühl, wir können irgendwie strategisch jetzt gut nach vorne kommen. Ja, wir können die Leute hinter uns so ein bisschen einbremsen. So geht es zu Noda leider an Duan vorbei. Aber gut, ja, wir werden zusammenbleiben, solange Gasly das ganze Feld so ein bisschen einbremst. Wir können da nicht wirklich viel machen, nicht viel eingreifen. Ich denke mal, ohne besondere Vorkommnisse, also Safety Car Vasen oder ähnliches, werden wir nicht in die Punkte fahren können. So sieht es zumindest aktuell aus. So, die ersten kommen in die Box, wie man sehen kann auf der linken Seite. Schauen wir mal, wie sich das Ganze dann verschiebt, ob wir davor fahren können. Zu Noda kommt jetzt auch rein, das ist sehr gut. Ich denke, wir sollten vor allem Duan auch gleich reinholen. So, Gasly ist jetzt aktuell 10. Duan 11. Das sieht okay aus. Schauen wir mal, wie unsere Strategie aussieht mit den Reifen. Ja, wir sollten, wenn möglich, auch mit Duan vielleicht nochmal eine Runde durchhalten. Vielleicht können wir jetzt nochmal eine Runde da dranhängen. Und dann müssen wir mit Gasly gleich auch mal wieder den Tempobefehl natürlich höher stellen, dass wir da nicht zu viel Zeit verlieren. Und ich denke, mit Gasly werden wir nochmal ein bisschen länger draußen bleiben. Nochmal ein, zwei Runden länger. So, Duan stelle ich jetzt aber schon mal ein auf den harten Reifen, dass er dann reinkommt. Hat ja auch nur 36% vom Medium-Reifen. So, Gasly muss jetzt auch ein bisschen schneller machen. Ich gehe mal auf Standard, hohen Spritverbrauch. Und vielleicht können wir hier an Ocon nochmal ranfahren. Ich bezweifle es so ein bisschen. So, da kommen die nächsten in die Box. Unter anderem natürlich auch Duan. Dann schauen wir uns auch gleich mal die Reifen der Konkurrenz an. Ja, wir werden auf jeden Fall nicht weiter auf Ocon aufschließen können. Jetzt geht es wirklich nur rein um die Strategie, dass wir das halten können. Darum fahre ich jetzt nochmal ein paar Runden auf Standard durch mit dem Medium-Reifen, dass wir am Ende wieder noch oder nochmal ein bisschen mehr Luft dann mit dem harten Reifen haben. Ist natürlich immer alles vorausgesetzt, dass wir keine Safety-Car-Phasen groß bekommen. Wenn wir die bekommen, könnten wir uns das eigentlich sparen. Aber gut, das weiß man nie. Und dann gehen wir erstmal davon aus, dass ja, das Rennen, ich sag mal, relativ ruhig verläuft. So, Duan ist wieder draußen auf dem 17. Platz, leider. 2,6 Sekunden weg von Alonso. Da könnten wir mal versuchen, ranzufahren. Ja, ich stelle die Ressourcen mal so. Stell die mal ein bisschen so ein. Mal schauen, ob es Duan schafft, ein bisschen schneller zu fahren, dass er da rankommt. Wenn ja, gut. Wenn nein, brechen wir das Ganze gleich wieder ab. Perez ist jetzt auch in der Box. Schauen wir uns mal die Reifen der Konkurrenz an. Wer schon gestoppt hat. Perez, Leclerc sind jetzt auch drin. Gasly ist noch draußen. Da überlege ich gerade, ob wir jetzt reinfahren. Ich pausiere das Ganze nochmal kurz. Ich würde aber sagen, wir fahren nochmal die eine Runde, da wir noch über 40% haben und holen Gasly dann jetzt nächste Runde rein. Wechseln dann auf die harten Reifen. Ja, dann kann er den jetzt auch noch ein bisschen verbrennen. Ich gehe mal auf aggressiv. Vielleicht kann er da nochmal mithalten. Wie sieht es hinten aus? Duan. Das verschiebt sich jetzt natürlich alles so ein bisschen. Ich gehe mal wieder auf Intervall. Kommen wir an Alonso ran? Sieht nicht ganz so aus, oder?
Ja, doch, wir kommen ein bisschen näher, aber nicht so schnell. Ja, doch, jetzt vielleicht. Versuchen wir es nochmal, auch nochmal mit dem Einsetzen von ERS. Weil das wäre schon sehr viel wert, wenn wir das schaffen würden. Auch wenn die Intervallzeiten jetzt wieder komplett durcheinander und kaputt sind. 1,5. 1,3. So, gegebenenfalls sind wir auch direkt. Gasly ist sogar dahinter. Ja, zur Not halten wir einfach nur unsere Fahrer zusammen und fahren halt gemeinsam. So, wir müssen allerdings mit den Reifen auch aufpassen bei Duellen. Von der will ich da jetzt nicht mehr zu lange pushen, aber wir sind jetzt dran. Das ist okay. Wir gehen mal auf Standard. Kraftstoffverbrauch lasse ich mal höher eingestellt. Batterie haben wir auch nicht mehr so viel. So, jetzt sollte natürlich, wenn möglich, Gasly auch sofort ranfahren. Dann sind wir zumindest wieder gemeinsam in einer Gruppe unterwegs. Aber wir sehen schon, ne? Wir werden nicht wirklich groß nach vorne kommen, denke ich mal. Es sei denn, die fahren jetzt alle nochmal einen extra Boxenstopp. Was ich so ein bisschen bezweifle. So, unsere Fahrer sind wieder beisammen. Das ist schon mal gut. So, die Intervallzeiten. Was hat er jetzt gemacht? Was hat Duin jetzt gemacht? Hat irgendwie abgebremst, warum auch immer. Wahrscheinlich, um Unfall zu vermeiden. Oder einer dieser typischen Fehler mal wieder, die da passieren. Ja. Ab und zu. Dann, das heißt, Duin ist jetzt auch wieder hinter Gasly. Versuchen wir einfach, unsere Fahrer zusammenzuhalten. Ich denke, viel mehr werden wir hier auch nicht machen können. Mit Duin vielleicht mal wieder ein bisschen ERS. Wobei ERS ist hier extrem wichtig. Für die Rundenzeiten. Sollten wir aufpassen. Ja, wir verlieren gleich extrem viel Zeit. Und ja, wie gesagt, viel können wir jetzt nicht machen. Ressourcen können wir auch nicht mehr groß einsparen. Wenn es geht, werde ich es versuchen. Ansonsten versuchen wir jetzt einfach in diesem zweiten Stint möglichst in dieser Gruppe zu bleiben. Und dann schauen wir mal, was sich in diesem Rennen noch so ergibt. Soeben hat Williams eine neue Position gut gemacht. So, Gasly hat mal wieder einen Fehler gemacht. Wie im Training hat er sich hier leider gedreht. Schauen wir uns das Ganze mal an. Nicht gut. Müssen wir uns gleich auch mal die Reifen anschauen. Kann sein, dass der hinten links kaputt ist. Das Team ist am Boden zerstört. Sie werden sich fragen. So, wie sieht das Ganze aus? Oh, gar nicht mal so schlecht. Ziemlich viel Funken. Schauen wir uns das Ganze an. So, ich stelle das Ganze nur mal um, dass er vielleicht mal zumindest Duin mal vorbeilässt, wenn es geht, bitte. Witzig. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ja, natürlich gehen wir gleich ins... Achso, jetzt beginnt Virtualist Safety Car. So, wo ist jetzt Gasly? Da. Na gut. Der ist ja so langsam, der verliert er jetzt alles. Müssen wir mal überlegen, ob wir jetzt ins Boxenstopp machen mit Duin. Gute Taktik von Aston Martin. Gasly muss Sie natürlich rein, allerdings ist sein Rennen eh jetzt kaputt, wie sonst was. Schauen wir mal kurz, macht es strategiemäßig Sinn, jetzt noch reinzukommen. Wir könnten natürlich nochmal wechseln auf gelbe Reifen. Was würden wir da gewinnen? Schauen wir mal bei Duin, wenn wir jetzt wechseln würden auf Gelb zum Beispiel. Kämen wir raus, wahrscheinlich an Position 18, könnten dann auf jeden Fall sicher durchfahren, aber können wir ja mit den weißen Reifen eigentlich auch. Ist die Frage, lohnt sich das Ganze? Ich würde sagen, nein.
Bin mir aber allerdings auch nicht wirklich sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, ob das jetzt besser wäre oder nicht. Kommt natürlich auch darauf an, wie das Rennen danach weiter verläuft, ob nochmal Safety-Car-Phasen kommen oder nicht. Da wir eh nichts mehr wirklich gewinnen können, keine Punkte, ist es mir auch ehrlich gesagt ziemlich egal. Na, bleiben wir einfach mit Duin draußen. Jetzt muss ich aber natürlich Gasly, darf ich nicht vergessen, noch einstellen. Sag nicht, ich bin jetzt dran vorbeigefahren. Ich glaube, ich bin am Eingang vorbeigefahren. Ja, nicht optimal, aber ganz ehrlich, ist es auch nicht schlimm. Weil das Rennen ist so oder so vorbei. Schade, dass er da nicht noch abgebogen ist. Schauen wir uns mal die Schäden so an. Klar, hinten links hatten wir ja schon gesehen. Und Chassis, Heckflügel und auch Aufhängungen haben Schaden. Zwar nur einen geringen Schaden, aber immerhin. Das ist sehr schade. Wie gesagt, das etwas Ähnliches ist ihm schon im Training passiert. Deshalb auch die Startstrafe. Aber gut, wie gesagt, sein Rennen ist eh vorbei. Wir könnten sogar überlegen, um jetzt noch ein bisschen was einzusparen, ob wir das Rennen sogar gleich beenden. Ich würde sagen, das machen wir auch. Nehmen wir ihn direkt raus. Wo gab es das nochmal? Hier, ne? Mehr Optionen. Auto zurückziehen. Und raus ist er aus dem Rennen. So, schauen wir uns an, was Duin dann noch so erreichen kann. Wie gesagt, in die Punkte werden wir so ohne weiteres nicht kommen. So, jetzt haben wir wieder einen Unfall gehabt. Jetzt gibt es auch endlich eine richtige Safety-Car-Phase, sag ich mal. Da können wir auch gleich nochmal schauen, ob es sich für uns lohnt, jetzt nochmal reinzukommen. Leider sind wir ja auf Mitte der Strecke so ungefähr. Schauen wir uns mal den Unfall an. Sehen wir uns die Wiederholung an. Ein Blick auf den Red Bull. Da ist eindeutig etwas schiefgelaufen. Das Team ist davon wirklich enttäuscht. Hoffen wir. Wäre natürlich nochmal schöner gewesen, wenn wir weiter also vor der Boxengasse gewesen wären. Jetzt müssen wir erstmal relativ lange langsam fahren. Trotzdem sollten wir überlegen, ob es Sinn macht. Also ich sag mal so, wir können ja eh nichts verlieren. Von daher würde ich sagen, schicken wir ihn rein. Verlieren wir ein bisschen weniger Zeit, haben dann nochmal einen besseren Reifen. Wir können ja auch mal gucken, könnten wir das mit dem roten machen? Ab der Runde würde der lang genug halten. Ich gehe mal kurz auf die Strategie. Ja, auch der rote würde super durchhalten, wie wir hier sehen können. Von der würde ich sagen, nehmen wir nochmal den weichen Reifensatz. Okay, Box, Box. Ja, Roger. Hey, watch the white line on exit. So, kommen wir auch wieder an Position 13 heraus. Das ist sehr gut. Schauen wir uns mal die Reifen der Konkurrenz an. Stroll und Magnussen sind auch auf dem Weichen draußen. Ansonsten sind alle auf Hard draußen und haben auch nur noch so um die 60%. Das heißt, mal schauen. Vielleicht fahren wir ja dann doch so viel schneller, dass wir da nochmal ein paar Plätze gut machen können. Da ist auch keiner wirklich reingekommen. Die fahren alle ihre Einstopp-Strategie, so wie es aussieht. Ja, Problem ist jetzt halt Safety Car. Wir wurden schon überrundet. Das heißt, wir dürfen uns nicht zurückrunden. Führt dazu, dass wir ja eigentlich noch mehr Zeit verlieren. Auf jeden Fall nichts gewinnen können. Und wie gesagt, in die Punkte zu fahren wird sehr, sehr unwahrscheinlich, weil selbst Alonso hat ja fast eine komplette Runde Rückstand oder hat sogar eine komplette Runde Rückstand auf den 10. Vettel von der. Sehr unwahrscheinlich. So, wir befinden uns auf den letzten Runden in Monaco. Schauen wir uns nochmal die Reifen an. Wie gesagt, die fahren alle auf einen Stopp durch. War auch, denke ich, die beste Strategie grundsätzlich. Ist jetzt auch nicht mehr wirklich viel passiert. Wir konnten auch nicht mehr irgendwie viele Plätze gut machen. Sind aktuell 12. mit Duin, kommen da aber nicht vorbei, weil es eben in diesem Spiel auch das Problem gibt, dass man sich nicht wirklich gut zurückrunden kann. Nicht nur hinterm Safety Car, sondern auch so, wenn die Fahrer nicht in die Box kommen. Ja, also man fährt öfters dann einfach mal daneben, wenn man schneller ist, aber dann bricht der Fahrer irgendwie das Überholmanöver wieder ab, weil er eben denkt, er müsste sich überrunden lassen, obwohl er sich ja eigentlich gerade zurück
runden möchte und auch schnell genug dafür ist, ist auch noch so ein bekanntes Problem, was die Entwickler auf jeden Fall mal lösen müssen. Und ja, dann beenden wir hier gleich ein wirklich schreckliches Rennwochenende für uns. Für unsere Fahrer lief eigentlich alles blöd. Im Training, wie gesagt, schon mit Gasly einen Unfall gebaut, Startstrafe. Unser Auto war auch an dem ganzen Wochenende nicht wirklich konkurrenzfähig, zumindest nicht, wenn es um die Punkte geht. Und jetzt im Rennen lief es jetzt auch nicht wirklich gut. Von daher ein Rennwochenende zum Vergessen. Platz der Flagge. Hier dann die Rennergebnisse vom Rennen in Monaco. Verstappen vor Hamilton, vor Leclerc, Sainz, Russell, Ocon, Albon, Bottas, Norris und Vettel. Das sind die ersten 10. Und ja, wie gesagt, unsere Fahrer, da wollen wir nicht drüber sprechen. Gehen wir weiter, schauen wir uns die Fahrer-WM an. Gasly ist weiterhin 6. Jack Doohan 13. Und ja, Verstappen führt das Ganze, hält weiterhin vorne an. Konstrukteure sehen folgendermaßen aus: Red Bull, Ferrari, Alfa Romeo, Mercedes. Williams ist weiterhin 5. Alpine ist allerdings näher rangekommen. Und ganz blöde waren im Rennen und im Training natürlich die Unfälle von Gasly, der damit einige Autoteile geschrottet hat, die wir jetzt nachproduzieren müssen. Unter anderem natürlich auch das Chassis. Schauen wir mal, was wir da noch haben. Wir haben aktuell keins davon. Das müssten wir herstellen. Schauen wir nochmal ins Lager. Wie gesagt, Chassis wird gerade eins hergestellt. Von der müssen wir uns darum nicht kümmern erstmal. Frontflügel, ne, haben wir aber auch einen verloren. Könnten wir gleich einstellen. Allerdings möchte ich erstmal die Heckflügel, die wir ja neu bekommen haben, neuen Entwurf fertiggestellt haben, gleich herstellen. Da sind wir hier. Ne, von der 4. Variante dann auch mittlerweile. So, das nächste Rennen ist in 11 Tagen. Ja, wir würden auf der Herangehensweise schnell auch 2 Stück hinbekommen. Das ist gut. Dann werden wir gleich mal 2 davon herstellen, von den Heckflügeln, für das nächste Rennwochenende. Und die anderen Slots sind aktuell leider belegt. Gehen wir in die E-Mails, schauen wir uns die an. Großartiges Rennen war es ganz sicher nicht. Moral von Gasly ist ein bisschen gering. Das werde ich mal fleißig ignorieren. Unterboden wurde gefertigt. Können wir gegebenenfalls gleich einsetzen. Oder, nee, das waren nur die Ersatzteile. Alles gut. Gehen wir auf Fortfahren. Chassis fertiggestellt, sehr gut. Dann werden wir von dem Chassis auch gleich 2 Ersatzteile anfertigen auf normaler Geschwindigkeit. So, Heckflügel ist jetzt auch abgeschlossen, die Fertigung. Werden wir auch gleich einsetzen in beide Autos. Ja, das ist der neue Heckflügel. Das heißt, der wird unser Auto auch nochmal schneller machen. Auch hier sollten wir 2 weitere Ersatzteile anfertigen lassen. Ein weiterer Chassisentwurf wurde fertiggestellt. Müssen wir warten, bis ein Fertigungsslot gleich wieder frei ist, dann können wir das Ganze herstellen. Gehen wir aber schon mal auf Autos, Autoteileentwicklung. Wir haben hier jetzt einen weiteren Entwurf bzw. Forschungsslot wieder frei. Erstellen wir einen neuen Entwurf und diesmal würde ich sagen nochmal von der Aufhängung. Ohne Stunden gehen wir gleich auf Fortfahren. Nehmen wir hier die optimierte Rennleistung. Fortfahren, das Ganze auf Intensiv stellen und packen wir auch einfach die 5 Ingenieure rein. Und auf Fortfahren. Seitenkästen fertiggestellt. Mal gleich mal gucken. Gehen wir kurz in die E-Mails. Rennvorschau. Seitenkästen waren das eher Ersatzteile wahrscheinlich. Ja? Genau, waren nur Ersatzteile. Das heißt, wir haben jetzt aber auch wieder einen Slot frei und können unser neues Chassis herstellen. Um das neue Chassis fertigen zu können, müssen wir das alte entfernen, was wir noch in unseren Projekten drin haben. Schauen wir uns das Ganze mal kurz an. Wir haben hier noch, genau, von dem C3 werden noch 2 weitere gefertigt. Das nächste kommt in 2 Tagen. Das werden wir abbrechen, das ganze Projekt. Und dann gehen wir nochmal auf Lager, Chassis und stellen jetzt von dem C4 eben die 2 her. Müssen wir mal schauen, wollen wir es fürs nächste Rennwochenende unbedingt haben? Dann müssten wir die auf Notfall herstellen. 750.000. Ja, nehmen wir einfach mit. Können wir die auch gleich einsetzen in Auto 1 und 2. Und ich denke, wir werden auch keinen weiteren Entwurf mehr zum Chassis für die aktuelle Saison herstellen. Von daher werden wir jetzt dann nochmal 2 Ersatzteile herstellen auf normaler Geschwindigkeit und gut ist. Außerdem werden wir nochmal einen weiteren Frontflügel herstellen, damit wir da auch insgesamt auf 4 kommen. Und gehen dann erstmal auf weiter. So, Heckflügelfertigung auch abgeschlossen. Das wird ein Ersatzteil sein, bin ich mir ziemlich sicher. Genau, haben wir jetzt insgesamt 4 Stück. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir hier bei der Aufhängung genau da nochmal 2 weitere Ersatzteile herstellen. So, außerdem haben wir hier bei Jack Doohan jetzt einen neuen Entwicklungspunkt erhalten, den wir verteilen. Ich setze das mal auf Bremsen und gehe noch fortfahren.
Schauen wir uns die E-Mails an, die wir bekommen haben. Es geht noch um die Rennvorbereitung. Gehen wir in die Leistungsvorgaben und bei den Qualifying-Zielen erreichen beide Fahrer Q2 und ein Fahrer hoffentlich Q3. Das mit der Glücksstrenne läuft ja noch, von der können wir da nicht mehr einstellen. Und dann befinden wir uns auch schon vor dem Rennwochenende von Aserbaidschan. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge.